Jo, willkommen zurück zu Let's Play Die Siedler. Wir hadern immer noch so busy mit der Verteidigung hier. Die ganze Zeit. Aber schauen und hoffen, dass wir die heute hinbekommen. Das ist ein bisschen arg leise, ne? Feind in Sicht! Dann greifen die hier oben an. Ich habe keine Einheit mehr hier. Unsere Häuser werden belagert. Unsere Häuser werden belagert. So, das hier haut erstmal hin. Forschung abgeschlossen. Also hat schon wieder der nächste Lockvogel kaputt. Mir tut alles weh. Feind in Sicht. So. Und hier oben wollen wir dann eigentlich ein Bollwerk hinbauen. Hier oben geht ja auch irgendwie gar nichts voran, hä? Welcher drüben, das da schon so ein Deal? Ja. Wo kann ich helfen? Ihr helft jetzt erstmal da. So, wollen wir ein paar Holzfällerhütten hin. Ist ja alles hin. Gut. Gesehen? So, du stellst die Waffen her. Vorsicht, Lieferung! Du auch, dann stellst du mal um. Wir wollen dann aber hier oben auch ein Ausbildungsgelände hinbauen. Weil, ja, die sollen nicht immer die Waffen darunter schleppen müssen. Und dann können wir hier auch eine zweite Armee aufbauen gleichzeitig. Da ganz viel Kohle, da dürfte auch gerne noch Brot hinbringen. Okay, ja, die, das schaut schon immer hin. Rohstoffe gefunden. Da hinten gibt's Gold. Schon Forschung abgeschlossen. Noch ein einzelner. Die verziehen sich schon wieder. Feind in Sicht. Rohstoffe gefunden. Unsere Häuser werden belagert. Feind in Sicht. Hm.
Feind in Sicht. Rohstoffe gefunden. Ja, es schaut jetzt mittlerweile hier vorne schon ganz gut aus, finde ich. Rohstoffe gefunden. Die Pflicht ruft. Da die haben diesmal überlebt, noch besser. Rohstoffe gefunden. Gut, hier wollen wir dann auch nochmal ein zweites Sägewerk irgendwo hinbauen. So, vielleicht. Ich habe das ganze Dorf gesehen. Es ist toll. Kommt mir so komisch langsam vor. Ich habe 30 Holzfällerhütten. Das kann nicht sein. Da wollen wir mal ein paar mehr Häuser bauen. Hier wird es auch Stein, ne? Oh, hier gibt es ja wieder alles. Nicht schlecht. Okay. Mal das. So. Das sollte eigentlich auch erstmal gut laufen. Achtung, Leute! So, hier wollen wir noch so ein paar Getreidehöfe irgendwie hinbauen. Unsere Häuser werden belagert. Eine Windmühle. Und eine Bäckerei. Da ist wieder kein besonders ernstzunehmender Angriff. So. Und dann wollen wir nämlich ein paar Bahnhöfe hinbauen. So ein paar Eselchen. Wir haben immer zu wenig Stein. Durchgehen. Zu krass. Hey, die KI von meiner Kamera spinnt wieder. Aber wie gesagt, ist ja eigentlich nicht so schlimm. Ich winken will. Lasst mich durch. Ja, wir bauen irgendwie schon wieder mehr Häuser. Warte auf Befehl. Ja.
Wolke aus. So, Feind in schön. Gefühlt auch immer zu wenig Ingenieure, bilde ich mir ein. So, Holz scheint jetzt ein bisschen flotter zu gehen. So, da kommt noch eine Edelsteinmine hin. Vollkommen erschöpft, Stein. Ja, ist nämlich die nächste Steinquelle weg. Umso wichtiger, dass wir jetzt hier rüber gehen, auch da zweimal Stein hinbauen. Das passt schon so. Na, hier unten, das läuft auch. Bauen. Stein. Unsere Häuser werden belagert. So, ihr seid jetzt dann fertig. Da können wir dann nämlich auch was anderes hinbauen. Stein braucht man dafür und für den anderen brauchen wir 10, ne? Ja. Ein paar Halte mal in die rechte Flanke. Das muss sofort ausgeliefert werden. Nur noch eine Lieferung. Rücke aus! Na, warte mal, die schicken wir mal hier hin. Befehl erhalten. Na, ich denke, die hier reißen das schon. Los! Forschung abgeschlossen. Feind in Sicht. Tja, lose Benachrichtigung gewesen jetzt. Bin die ganze Zeit im Überlegen, wo es Fisch geben könnte. Wir haben noch gar keine Küste gesehen. Ich meine, vielleicht hier unten, ja. Auch das sind alles so Stahlküsten. Ein Hafen oder so wäre echt praktisch. Ist jetzt auch fertig. So, immer fleißig Menschen haben die hier überall rum. Fusilieren. Hier oben baue ich jetzt auch mal ein Haus hin, weil ich habe das Gefühl, dass die Leute nur da sind, wo Häuser sind. Wo soll ich hin? So, da haut er gleich wieder ab. Thank you.
Mein Gott, wir haben immer zu wenig Stein. Jetzt kommt, bringt mal Stein her. Wir haben halt nur 3 Steinminen, sollen das nicht eigentlich 4 sein? Hier sind 2 und es sind hier nicht auch 2. Das muss sofort ausgeliefert werden. Also hier ist 3-mal Kohle. Na. Dann überlegen, aber. Mission wohl hier so hin. Forschung abgeschlossen. Das muss sofort ausgeliefert werden. Jetzt können Sie kein. Weil diese Fernkampfzerstörer sind ja krass. Außer ich hab sie, dann können die nämlich nichts. Ich bin bereit. Ich rücke aus. Dann den Werkzeugfutzi wieder anhalten. Dann haben wir nämlich gleich wieder mehr Steine. Das ist doch kein Mensch, wie das jetzt hier alles hinpassen soll. Genug Rohstoffe. Unsere Häuser werden belagert. Ich muss mich ausruhen. So, hier drüben wollen wir auch wieder noch mal einen Lockvogel dann hinbauen. Weiß kein Mensch, wo die Druidin ist. Zwei Edelsteine wollen wir auf jeden Fall beschleunigen. Die zwar alle sind noch nicht zur Verfügung, aber trotzdem. Da Wohnhäuser sind schon wieder alle frei. Alle belegt. Vorsicht, Lieferung! Acht Werkzeuge. 40 Brot. Wie viel Brot haben wir so? 34. Schaut so aus, als ob das funktionieren wird. Die kommen auch alle gar nicht boostern. Das finde ich ein bisschen schade. Ich sag, oh, jetzt bräuchte ich Brot, bitte. Na, die Sägewerke hier, die werden jetzt auch dann abreißen. Nicht mehr so viel Sinn. Irgendwann will. Feind in Sicht!
Ja, die funktionieren jetzt erstmal ganz easy eigentlich. Feind in Sicht. Einmal Kohle und einmal Eisen. Hier noch hin. Unsere Häuser werden belagert. Wir haben uns auch gerade eher weniger Sorgen. Ich liebe diese Lieferung. So. Meine, normalerweise sollte das jetzt. So hier ausgehen. Darum können sich die Wege nämlich aussuchen, bis sie. Also Mine fehlt mir noch ein Stein. Herein! Man muss immer genug trinken. Ich schwöre, das Volk zu schützen. Ich kann jede Last stemmen. Warte auf Befehl! Dann wollen wir uns schon mal unsere Armee zusammenstellen. Ich liebe diese Lieferung. Für. Ja, damit wir da unten die Uzis angehen können. So, Esel werden jetzt dann langsam. Unsere Häuser werden belagert. So, haben wir hier zumindest schon mal den ersten Bauernhof. Das muss so. Ja, ist wieder nur ein einzelner. So, und ihr dürft mal hier runter und dann. Schauen wir uns die ersten Banditen mal an. Die so können. Ich meine, irgendwann können dann hier noch ein bisschen noch mal Holz, aber eigentlich. Beeren und Fleisch, selbst das zwar irgendwie ein bisschen unsinnig, aber wir könnten, wenn wir wollten. Gibt es Befehle? Und so. Ich meine, Holzfällehütten und so, das werden dann alles nach und nach wieder ein bisschen abreißen. Schau mal, da ist halt wieder so ein krasser Bandit dabei. Was haben wir für Einheiten? Viermal. Unsere Truppen werden zerstochen. Uns auch ein bisschen schicken, weil wir halt im Sumpf sind. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Forschung abgeschlossen. Ah, oh, ich schaffe es schon. Wo ist die Druiden?
Schilde! Hoch! Dann wollen wir hier unten nämlich mal nach und nach. Wir sind bereit. Unsere Armee wird angegriffen. So, um die alle kümmern hier. Unsere Truppen werden zerstochen. Wir müssen hier sofort weg. Da schauen wir uns schon. Unsere Häuser werden belagert. Wir sind um. Wo soll ich hingehen? Ist nur ein Kratzer. Wenn noch irgendwo was ist. Außer Sumpf. Die Pflicht ruft. So, gehen wir auf jeden Fall nämlich ordentlich Waffen Feind hier in unten. Sicht. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Wenn etwas zu erledigen ist, kümmere ich mich drum. Wieder 10 Sekunden warten. Deswegen können nämlich ein paar neue Ressourcen gesammelt werden. Ich brauche eine Pause. Aber wie es weitergeht, würde ich sagen, sehen wir dann im nächsten Part von Let's Play die Siedler neue Allianzen. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen und würde sagen, bis dahin, tschüssi.